Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier zum PHP-5-Lehrgang für Einsteiger. Wir wollen uns hier in der 55. Lektion anschauen, wie man Quelltext validieren kann, also wie man überprüfen kann, ob ein Quelltext auch Fehler beinhaltet. Eine einfache Möglichkeit, auf einer Webseite dann das fertige Ergebnis dann ein bisschen zu analysieren, sich anzuschauen, ist diese Error-Reporting-EOL-Funktion. Die haben wir hier in der 7. Lektion schon kennengelernt. Und wir haben auch schon damals besprochen, wie man das sich genau anschauen kann. Das wollen wir jetzt hier noch einmal zur Wiederholung machen. Ich gehe also in die 55. Lektion hinein und habe dann hier diesen Verweis eben hier auf diese Registerkarte Check, wenn du dich noch erinnerst. Und kann dann das Ganze hier mir auch natürlich dann noch einmal im Script anschauen. Ich habe hier dieses Listing noch einmal. Und wenn ich hier das Ganze überprüfen möchte, gehe ich hier auf Check. Und muss dementsprechend dann hier aktualisieren wählen. Habe hier den Fehler, den ich mir angezeigt bekommt, entweder ein Beistrich oder ein OR fehlt dann. Zeile 3 fällt das schon auf. Ja, ich weiß ja, dass am Ende einer PHP-Anweisung immer ein Strichpunkt gehört. Und sehe dann gleich, dass in der zweiten Zeile hier ebenfalls das fehlt. Mache das hier dann. Speichern. Und sehe, dass der Fehler immer noch darstellt, deswegen muss ich hier auf Aktualisieren gehen und sehe, dass ich jetzt keinen Fehler mehr angezeigt bekomme und das passt soweit. Wenn man experimentieren möchte, schaue ich einmal, mache ich das jetzt hier, Speichern, klicke auf Aktualisieren, zeigt mal gar keinen Fehler an. Gehe hier nochmal hier, schauen wir mal, ob jetzt ein Fehler anzeigt. Immer noch nicht. Diesen Fehler hat er also anscheinend noch nicht bemerkt. Dann gehe ich jetzt hierher. Lass mir das jetzt hier anzeigen und da zeigt immer nichts an. Das spricht dann aber doch dafür, dass ein Fehler dann eingebaut ist. Das heißt, du musst auch eigenständig hier dann doch etwas überprüfen. Muss dann schauen, wo dann etwas fehlen könnte, wenn ein Fehler erscheint. Schaut mal, wenn mir jetzt was anzeigt, es fehlt immer noch hier das Fragezeichen. Zeigt immer noch nichts an. Das heißt, es kann man dieser Check auch auf der Webseite nicht alles ersparen. Schau, ich jetzt wieder alles richtig rückgebaut habe. Und nach menschlichem Ermessen zeigt er mir immer noch nichts an. Muss ich dementsprechend dann hier dann das dann weiterverfolgen, wo dann hier etwas ein Fehler liegen könnte. Schaut dann hier weiter, wo die Fehler sind, die ich gerade eingebaut habe, und kommt dann drauf, dass ich hier ebenfalls ein Fragezeichen dann festlegen müsste. Schaut auch hier jetzt von der Formatierung schon schön aus. Klicke jetzt hier und schauen wir nochmal die Vor- und da kommt dann endlich aller Welt. Also man muss da wirklich sehr genau schauen, ob man nicht irgendwelche Text dann unvollständig gelassen hat. Und da hilft uns dann hier dieser Check, aber er kann natürlich nicht unsere eigene Suche dann ersetzen. Ja, da bleibt für mich natürlich der Verweis hier unten dann. Probier diese fehlerhaften Listings einmal aus, ob du die Fehler hier findest. Und wenn du das geschafft hast, kann man dich sicherlich als Profi bezeichnen im Aufspüren von Fehlern bei PHP. Vielen Dank für das Zuschauen, für das Zuhören und hoffentlich hast du auch gerade in dieser Lektion hier einiges gelernt.